Christo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier heute in Zell am Harmersbach und ich möchte den Hahn- und Henneweg laufen. Die Strecke dauert 13,9 Kilometer und dauert ungefähr 4,5 Stunden. Und von den Höhenmeter sind wir so circa bei 450 Höhenmetern, wie gesagt. Und ich würde sagen, wir gehen die Sache gleich mal an. Viel Spaß beim Video. Aktuell ist es jetzt gerade so, wettertechnisch betrachtet, wir haben es bedeckt noch. Wir sind hier schon bei 16 Grad. Das ist erheblich mehr wie bei mir in Wildberg, wo ich gegangen bin, weil da waren wir gerade mal bei 10 Grad. Und die Temperaturen sollen heute Mittag noch hochgehen, bis auf 22 Grad. Und die Wolken sollten eigentlich auch noch ein bisschen mehr verschwinden. Und lassen wir uns mal überraschen, ob es dann auch so kommt. Aber wettertechnisch ist hier schon deutlich besser als bei mir zu Hause. In der Vergangenheit habe ich schon verschiedene Funkmikrofone ausprobiert und es war auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Mittlerweile bin ich jetzt auch auf DJI umgestiegen, auf das Mic, und hat den Vorteil, man hat zwei Sender. Das heißt, wenn jemand dabei ist, kann der auch was sprechen und man versteht es dann auch sehr gut. Und ich wollte jetzt halt mich mal auch updaten, technisch wieder. Weil ich war eigentlich, was das Thema betrifft, nicht mehr auf dem höchsten Stand der Zeit. Und ab und zu muss man halt auch mal wieder ein bisschen was investieren. So, und hier sehen wir jetzt auch gerade mal wieder so eine Weihnachtsbaumplantage. Das haben wir ja kürzlich erst in Oberhammersbach auf dem Vesperweg auch gesehen. Also das gibt es hier wohl in der Gegend mehrere. Hunger hat zum Beispiel, der kann auch gerne hier grillen. Also hier ist am Weg auch direkt eine Grillstelle und ein Kneippbecken ist auch da, das zeige ich auch gleich. Außerdem gibt es hier noch verschiedenste Sitzmöglichkeiten, wie zum Beispiel dieser Stamm, der mit quasi so ausgeformt ist, sodass man hinsitzen kann.
wie ihr sehen könnt, sind wir 47 Minuten unterwegs, sind bereits schon 2 Kilometer gelaufen, natürlich berghoch und einen Anstieg von 192 Höhenmeter haben wir bis jetzt bewältigt. Und ja, aktuell sind wir auf einer Höhe von 365 Meter über Meer. Und wie es hier aussieht, das kann ich euch auch zeigen. So sieht es jetzt gerade aus. Ist also wirklich ein wunderbarer Blick. Es gibt hier überhaupt immer wieder sehr schöne, aussichtsreiche Stellen auf der Route. Wie ihr sehen könnt, ist hinter mir auch wieder so eine Vespermöglichkeit mit Tisch und Bänken. Und Bänke überhaupt habe ich jetzt mehrere schon gesehen. Unten war ja die Grillstelle. Also es gibt hier immer wieder schöne Plätze, damit man Pause machen kann. So, und für uns geht es jetzt quasi in diese Richtung weiter. Berghoch. Ist das nicht ein wahnsinnig toller Blick? Also laut meinem Navi sind wir noch nicht ganz oben. Wir sind noch ein Stück vor der Spitze, aber es macht nichts. Danach geht es eigentlich kontinuierlich runter. Genauso wie es jetzt hochging, geht es dann kontinuierlich runter. Ja, wir haben jetzt dann bald die Spitze erreicht, dann geht es noch ein kleines Stückchen runter, nochmal ein bisschen hoch und dann sollte es eigentlich kontinuierlich runtergehen. Ja. Bank, die man hier unterwegs sieht, auf der kompletten Strecke, ist eine Hahn- und Henne-Bank. Finde ich sehr schön gemacht. Was mir übrigens auch sehr positiv aufgefallen ist, das ist, dass überhaupt genügend Bänke immer wieder auf der Strecke vorhanden sind. Und das ist natürlich gar nicht so schlecht, wenn man mal kurz hinsitzen möchte, sich ausruhen will oder vielleicht auch eine Kleinigkeit essen oder so wie ich manchmal der Akku wechseln muss, ist das sehr hilfreich, wenn so eine Bank unterwegs dasteht. Deswegen echt Daumen nach oben, muss ich sagen. Super gemacht. Und hier haben wir so ein Gedenkkreuz am Weg.
hätte man hier von hier aus einen wunderbaren Blick ins Rheintal runter, aber es ist heute wieder genauso diesig, wie als ich kürzlich in Sassbach-Walden war. Die Fernsicht ist heute gar nicht so sonderlich gut. Man sieht nur ein paar große Gebäude im Rheintal, so ein helles, großes Gebäude, was immer das auch sein mag, ich weiß es nicht, aber sonst kann man da nicht wirklich viel erkennen. Hier ist eine frisch gemähte Wiese und was ihr natürlich jetzt nicht riechen könnt, das ist, wie das duftet. Und das muss ich halt sagen, das ist eben das Schöne bei solchen Wanderungen, ist nicht nur, dass man sich bewegt und unterschiedliche Landschaften sieht, sondern man hat auch das Erlebnis vom Duft, von Gerüchen, von gerade frisch gemähten Wiesen. Oder vorhin bin ich am Waldrand entlang gelaufen und auf der einen Seite war der Waldrand, auf der anderen Seite waren ein paar Büsche. Das hat herrlich geduftet und ich denke mal, das macht halt das Wandern aus, dass man nicht nur sich bewegt, sondern dass man natürlich auch sieht und riecht. Und wenn es vielleicht nur ein gutes Gasthaus unterwegs gibt, dann hat man auch einen tollen Geschmack eventuell. So sollte es zumindest sein. Und das macht halt das Wandern für mich aus, dass man halt auch viel sieht, riecht und schmeckt. Und natürlich Bewegung hat, ganz klar. Das zeige ich euch gleich. Und das Vogelhaus hat eine Uhr, die stimmt zwar nicht, aber es macht nichts. Zumindest haben die Vögel ein schönes Häusle. Und es wird genutzt, so wie das aussieht, weil der ganze Eingang ist ein bisschen ramponiert. Ich denke, dass sie da dran rumgepickt haben. Oder vom Rein- und Raussteigen, kann natürlich auch sein. Und das Mostbänkle, das sieht dann so aus. Ja, das war jetzt gerade das Mostbänkle mit Vogelhaus. Und nebenan stand auch gleich um die Ecke, das habe ich gar nicht gleich gesehen, auch noch eine gesponserte Bank von irgendjemand. Ich habe es jetzt aber nicht gelesen, von wem, ist auch unwichtig. Jedenfalls, was ich sagen will, Sitzmöglichkeiten auf der Strecke, wie vorhin schon erwähnt, gibt es immer wieder genug. Finde ich super, gefällt mir einwandfrei. Wie gesagt, manchmal will man auch mal kurz hinsitzen oder auch wie hier jetzt, zeige es euch mal kurz, den Ausblick genießen. Ist doch schön, oder? Nicht Hahn und Henne, sondern Eulenmännchen und Eulenweibchen oder wie auch immer, ich kann es nicht sagen, aber schön ist trotzdem. Ja, was man auch sagen muss, das ist eigentlich, bei meinen letzten Wanderungen war es natürlich relativ feucht, die Erde, und entsprechend auch rutschig, teilweise sogar matschig. Das haben wir hier heute gar nicht, Gott sei Dank.
Da sind sogar solche Trampelpfade, werde ich euch gleich zeigen, im perfekten Zustand. Also kann man wirklich richtig gut laufen. Da kann man auch mal über so eine Wurzel drüber. Wenn es nass ist, wird es schwierig, auch sehr rutschig. Oder Steine, das gibt es jetzt hier auch, aber nicht so extrem manchmal wie in manchen anderen Regionen. Aber ich zeige es euch mal ganz kurz. So sieht es aus. Und eigentlich wirklich perfekt. Kann man wirklich hier schön laufen. Ja, hier ist auch wieder so eine Stelle, wo man Rast machen kann mit Tisch und Bänkchen. Der Tisch ist gemacht aus ganz vielen Bierdeckelchen mit einer Plexiglasscheibe oben drüber. Dann gibt es hier noch so ein Stehtischchen. Und hier haben wir noch so einen Baumstamm, der Getränke beinhaltet. Das zeige ich euch auch mal ganz kurz. Das ist so Schnaps, kann man hier trinken. Das sind vier verschiedene Sorten. Oder ein Likör, wie auch immer. Und es kostet ungefähr so ein Gläschen oder so ein Plastikbecherchen. Das kostet 1 Euro. Ja, wie vorhin schon gesagt, also jetzt sind wir wieder in Zell am Harmersbach. Kommen wir raus, denke ich mal, müsste die Ortschaft sein, auf dem Hang an der linken Seite. Das müsste der Weg sein, wo wir vorhin hoch sind, weil ich sehe da, ich kann da auch von hier aus die Tannenbaumplantage sehen. Und insofern bewegen wir uns jetzt also langsam wieder Richtung Zell am Harmersbach, Richtung Auto. Ich habe gerade vorhin mal geschaut, ist allerdings schon eine Weile her, da waren es nur rund 3 Kilometer. Und ja, es geht wie gesagt voll da runter und dann sind wir eigentlich auch schon wieder zurück. Da ist so ein Einsitz, so eine Bank. Die Bank, wo man drauf sitzen kann, ist eigentlich gar nicht mehr da. Die ist beschädigt, haben irgendwelche Menschen ruiniert. Hier hängt eine Preisliste für Getränke. Wo die sein sollen, ist mir ein Rätsel, weil in dem Fass selber, das kann ich gar nicht öffnen. Keine Ahnung, was das soll. Schade. Ja, ein bisschen nach dem Zeug sollte man schon auch gucken. Ja, und so sieht die Bank aus. Also drauf sitzen wird schwierig. Ja, und das Fass habe ich eigentlich auch versucht, gerade nochmal zu öffnen. Aber da geht gar nichts, warum auch immer. Sehr schade.